Zusammen in meiner italienischen, Schweizer und internationalen Küche. Heute machen wir etwas Spezielles. Wir legen Chilis einlegen in Olivenöl. Auf süditalienische Art, das ist etwas anders als ihr denkt. Es ist etwas speziell, es braucht viel Zeit, es ist nicht viel Arbeit, aber es braucht viel Zeit. Und es ist ein super gutes Resultat. Wichtig ist auch vor allem, dass ihr einen guten Essig nehmt. Also wirklich einen würzigen, guten Essig. Weil ich habe natürlich auch Süditalien gehabt, der ist perfekt gewesen. Hiermit wollte ich jemanden grüssen, den ich jetzt wirklich gerne bekommen habe, den ich kennengelernt habe. Und das ist Deliane aus Sigriswil. Deliane, liebes Grüssli. Wenn ich deinen Mädchennamen hätte, ich wäre stolz gewesen wie ein Gucku. Du hast so eine schöne Mädchenmama, das schönste, was man haben kann. Auch einen italienischen Namen, aber ich sage ihn hier nicht. Und nachher grüße ich natürlich die Tochter von ihr, Corinna. Hallo, mach's gut. Und unbekannterweise ihren Sohn, Simon. Ciao, ciao. Wir sehen uns vielleicht bald, vielleicht Anfang Dezember. Also, Leute, schaut das Videorezept, habt Spass, vielleicht macht ihr es nachher. Das Rezept ist gut, der Geschmack von der Chili ist super. Tschüss zusammen, ciao, ciao. So, hier seht ihr jetzt meine Chilis, die grosse Ernte aus dem Balkon. Die gelben sind unsere Lieblingschili, die haben am meisten Kost, die sind ja so fruchtig, scharf und speziell. Und hier haben wir auch noch eine Pfanne voll Wasser. Wir müssen natürlich die Chili so zuerst waschen. Und dann brauchen wir natürlich Salz für unsere Chili, weil Salz tut Kost geben und vor allem auch eventuelle Bakterien töten. Und für unser süditalienisches Rezept brauche ich auch den Essig von der Tenuta Malerba, den Rotweinessig, Superessig. Habe ich geschenkt bekommen von der Signora Rosetta. Und nachher für die Chili unter Öl machen braucht man natürlich das Olivenöl. Diesmal war es zufälligerweise das Bio-Öl. Also wir fangen an, wir waschen jetzt die Chili mal. Die müsst ihr natürlich mehrere Mal waschen. Einmal reicht nicht, aber ich wollte euch einfach zeigen, dass ihr es nicht vergessen, dass man die waschen muss. Ein grosser Dreck war da nicht dran. Dann auf ein Handtuch. Dass man die abtrocknen kann. Die immer gut abtrocknen. Dann habe ich sie in die Schüssel zurückgeschüttet. Also in die Schüssel zurückgeschüttet. Weil ich wissen, wie viel das sind. Und das waren also 1595 Gramm Chilis. Jetzt brauchen wir auf die 1595 Gramm Chilis brauchen wir 10%, etwa 10% Salz, um nachher das über die Chili zu streuen. Hier zuerst Händchen anlegen, weil wir hier Chili schneiden und das brennt sonst wie verrückt. Und jetzt im Schnellverfahren zeige ich euch meine Chili angeschnitten. Natürlich die Samen von der Chili nehme ich auch mit rein. Das macht ja extra Kost, die stören mich nicht. Dann tun wir die geschnittenen Chili in eine Schüssel rein. So, und jetzt tun wir sie in die Schüssel. Und wenn das jetzt blöd ist, um das von Hand zu schneiden, kann ich auch so einen Mixer oder irgend so etwas nehmen. Und hier ist jetzt eine Chili. Die Länge, die habe ich mit der Schere gemacht. Das war also gäbiger mit der Schere, die zu schneiden. Aber das geht nur bei der Länge. So, nachdem alle Chilis geschnitten waren, habe ich dann Salz drüber geschüttet. Die 150 Gramm, also etwa 150 Gramm, einfach etwa 10% vom Gesamtgewicht der Chili. Und das brauchen wir. Und dann gut rühren, sehr gut vermengen, damit das in jede Ecke der Chili kommt. Und einen Deckel drauf, also einen Teller drauf, abdecken. Und das tue ich jetzt wiederholen. Wenn es geht, am liebsten jede Stunde. Für 24 Stunden. Einen Tag lang. Ja, die Nacht kann man natürlich schlecht.
aufschalten, drehen, aber so viel wie möglich die immer wieder drehen, also alle halbe Stunde, damit es gut sich vermischt. In der Zwischenzeit habe ich noch schnell ein paar Chili eingefroren in einem Gefrierbeutel. Könnt ihr einfach waschen und ganz reintun. Dann habt ihr den ganzen Winter durch, wenn ihr es braucht, könnt ihr Chilis einzeln rausnehmen und dann habt ihr immer wie frische Chili. So, und nach 24 Stunden können wir weitermachen mit unseren Chilis. Es hat auch Wasser gelöst, dadurch werden die Chili nicht weniger scharf, absolut nicht. Dort zu abtropfen, so ein Abtropfsäbli, könnt einen kleinen Teller drauf tun und ein Gewicht drauf tun, damit es noch schneller abtropft. Schaut, es tropft ziemlich, aber es verliert nicht an Geschmack, es verliert nur Wasser. Und jetzt sind sie eigentlich schon parat, die Chili. Wer will, kann sie so einlegen in Olivenöl, aber ich mache es natürlich auf süditalienische Art, wie ich das habe. Essen von der Anna Renna, die mir so etwas geschenkt hat. Nehmt wieder 10%, aber diesmal Essig, Rotweinessig, und nehmt einen sehr guten Essig. Also sehr würzigen, guten Essig. Schüttet es rein und rührt es auch wieder. Verrühren und lasst es etwa 4 bis 8 Stunden, also ich habe es 8 Stunden drin gelassen und das gleiche gemacht wie mit dem Salz. Immer wieder gerührt, Deckel drauf, abdeckt. Und nach 8 Stunden sind wir dann endlich so weit gsi. Habe ich es noch einmal gerührt. Und ich darf natürlich nicht vergessen, die Gläschen waren natürlich sterilisiert. Und hier tun wir alles abtropfen. Wieder Abtropfsäbel. Jetzt lässt es länger abtropfen. Es darf einfach nicht mehr tropfen, gar nicht mehr. 1-2 Stunden. Und dann habe ich die Gläschen, die sterilisiert sind, habe ich schon Olivenöl drin. Dann füllen wir die Chilis ein. Füllen. Dann füllen nicht bis oben, ganz oben. Füllen. Ihr seht es ja gerade im Video, wie ich es gemacht habe. Bis zu einer gewissen Höhe, dass dann noch Platz ist für Olivenöl. Weil die Chilis müssen schlussendlich komplett abgedeckt sein mit Olivenöl. Dann füllen wir die Chilis noch ein bisschen zusammendrücken, dass es kompakter wird. Und dann füllen wir Olivenöl drüber. Und jetzt seht ihr gerade das Luftbläschen aufkommen. Und das ist ganz wichtig, dass die ganze Luft rauskommt. Ihr müsst die Gläschen die ganze Nacht, die Deckel könnt ihr drauflegen, aber nicht zumachen, nur drauflegen. Die ganze Nacht so lassen. Ihr könnt auch noch ein bisschen klopfen, so, aber es geht nicht schneller. Ihr müsst das etwa 8 Stunden oder 10 Stunden so lassen. Und immer wieder kontrollieren. Also am Morgen früh noch einmal kontrollieren. So wie ich es hier mache. Und hier seht ihr gerade, das zweite Gläschen hat zu wenig Öl, seht ihr? Und da muss jetzt noch einmal Öl rein. Bei den anderen ist es gut gekommen. Da muss noch einmal Öl rein und das müssen wir noch einmal auf die Seite stellen, noch einmal für 6 bis 8 Stunden, bis wirklich keine Luft mehr rauskommt, oder? Weil dann ist es gut, oder? Wir wollen ja nicht, dass es dann verdirbt und dass ihr dann noch krank werdet. Und wie gesagt, das sind sterilisierte Gläschen, die habe ich auch so sterilisiert. Nachher, wenn das fertig ist, wenn die Luft alles draussen ist und es bewegt sich nichts mehr, könnt ihr sie zumachen und dann wegstellen in einen dunklen Schrank. Und für 12 Wochen könnt ihr sie stehen lassen, bis sie den kompletten Geschmack angenommen haben. Aber die könnt ihr natürlich auch schneller essen. Entweder auf Brot und auf Pizza ist das super oder in die Soße. Voilà! So, habt ihr Spass gehabt am Video? Dann macht es nachher. Und viel Glück damit und tschüss zusammen. Ciao, ciao.